Volkan Uluc und die große Frage, bleibt er Trainer beim FCC oder nicht? Der Machtkampf hinter den Kulissen, er ist eng verknüpft mit seiner Person. Die Drohung aus dem Fanblock an alle Gremien und Wichtigtuer, reißt euch zusammen, sonst gibt's richtig Lasche. Tja, wer den FCC im Herzen trägt, der muss seit jeher eine Menge Opferbereitschaft mitbringen, so auch in Halbzeit 1. Budissa Bautzen in Weiß, die bessere Mannschaft mit der ersten Möglichkeit nach nur wenigen Sekunden. Klingbeil mit der verunglückten Rückgabe. Rea kann sie nicht nutzen. Das ist Raimund Linkert, der Bautzener Co-Trainer. Er vertrat den grippeerkrankten Holger Henschel. Er sah eine gute erste Halbzeit seiner Mannschaft und nach 27 Minuten wurde diskutiert. Handspiel von Eismann oder nicht? Schiedsrichter Kluge sagt nein. Bautzen will den Elfmeter und hätte ihn durchaus bekommen können. Eismann schiebt sich davor, hat den Arm draußen und berührt den Ball. Ein Pfiff wäre sicher nicht verkehrt gewesen. Nur eine Minute später die nächste strittige Szene. Kopfballpfanne, der Ball kommt zu Rea und ist im Netz, aber Sie sehen es, Rea jubelt nicht. Abseits und diesmal definitiv richtig entschieden von Schiedsrichter Kluge, weil beim Kopfball von Pfanne Rea einen guten Meter im Abseits steht. Dieser Treffer zu Recht aberkannt. Vom FC Carl Zeiss so gut wie nichts zu sehen in Durchgang 1. Stattdessen nochmal Bautzen. Ballverlust von Starke in der Offensivbewegung. Hossmann auf Rea, der eine Menge Alarm machte in Durchgang 1. Und dann der tückische Ball in die lange Ecke. Glück für Kotschor. Tja, wie geht's weiter in Jena? Wie mächtig ist Investor Duchatelet? Ist der FCC noch Herr seiner selbst? Oder ist er komplett fremdbestimmt? Um nichts weniger geht es derzeit hinter den Kulissen. Sportlich wurde es in Durchgang 2 zumindest besser. Klingbeil mit feinem Ball auf Bär. 61 Minuten gespielt. Bär und Jakubow mit starker Reaktion. Marcel Bär, seit November hat er nicht mehr getroffen. Tja, und Budissa, die ist seit Oktober sieglos auf dem Weg in den Tabellenkeller. Es ist das Spiel der Sorgenkinder. 68 Minuten rum. Hansch zieht schön in die Mitte. Am Ende fehlen nur wenige Zentimeter. Jena zuletzt mit 4 Niederlagen am Stück. Zumindest sportlich wäre ein Erfolgserlebnis so wichtig. 73 Minuten gespielt. Kristic mit dem weiten Ball. Spielerisch ging wenig zusammen. Erlbeck nimmt den Kapitän mit. René Eckhardt mit der Möglichkeit, das 1:0 für Carl Zeiss Jena. Erleichterung in Blau und Weiß. René Eckhardt, das Urgestein, mit dem 1:0, weil Patka den Ball unhaltbar abfälscht. Holt der FC Carl Zeiss den ersten Sieg 2016 oder kommt Bautzen nochmal zurück? Mergel setzt sich durch gegen 3. Mergel mit dem 2:0. 87 Minuten gespielt. Die Entscheidung. Und wo geht's hin? Wo geht's hin zum Jubeln? Mergel direkt in die Arme von seinem Coach, von Volkan Uluc. Die ganze Mannschaft ist dabei. Arthur Mergel, 18 Jahre, A-Jugendlicher, von Uluc zu den Profis geholt. Sein erstes Regionalligator schießt er für seinen Ziehvater. 2:0 der Endstand, vielleicht der letzte Sieg für Volkan Uluc in Jena. Ich werde meine Arbeit bei Carl Zeiss Jena immer wieder so gut wie es geht, was menschenmöglich ist, von meiner Seite aus tun. Man sollte nur wirklich unterscheiden zwischen inhaltlicher Kritik und eine Kampagne gegen meine Person. Und alles andere kann ich nicht entscheiden. Gerade ist es nicht so einfach im Verein. Es gibt viele Unruhen. Und wir als Mannschaft sind voll zufrieden mit dem Trainer. Ich denke, das hat man heute gesehen. Und für ihn war es die letzten Tage nicht so einfach. Für uns war es nicht so einfach. Und wir wussten, dass wir da zusammen durch müssen. Das ist uns heute gelungen. Und deswegen auch der Jubel. Vor 3 Wochen, muss ich auch gestehen, haben alle Gremien mir ihr Vertrauen geschenkt. Sonst, es ist ja so, dass ein Vertrag mir angeboten wurde, ja, und nicht andersrum. Und alles andere muss man abwarten. Und da kann ich noch keine oder kann ich nichts zu sagen. Da müssen Sie diese eine Person fragen im Verein, der in 3 Wochen halt geschafft hat, vieles, was wir aufgebaut haben, ein Stück weit in den Hintergrund zu drücken.
Erneut deutliche Worte von Volkan Uluc an Chris Förster, den Geschäftsführer, den Duchâtelet-Vertreter beim FCC. Die Mannschaft jedenfalls hat heute klar Stellung bezogen. Das Bild des Tages, ein ganzes Team sagt, Trainer, bitte bleib.